Moin, Servus, hallo, liebe Community. Heute vom Rocketeer, ja. Ich warte noch aufs Team, hier ist noch viel los, hier wird noch aufgebaut. Und mal schauen, wie das heute wird. Na, ihr seid jetzt auch da. Willkommen. Seid ihr bereit für den heutigen Tag? Ich bin bereit, Danny. Bist du's? Ja, muss. Ja. 60 ja, Stunden. Ja, muss. Let's go. Okay. Auf dem Rocketeer Festival und jetzt probiere ich mal den Original Ocha Ocha. Ocha Ocha. Ja. Ocha. Genau. Japanische Wort für Tee. Kukicha, grüner Tee. Genau. Achtung Leute, jetzt sehen wir mal eine Transformation. Boah! Extra ein frisches T-Shirt angezogen. Kurz Frage und zwar, da wird Ocha Ocha den Anfang machen und der Gründer selbst wird uns. Ich gebe dir gleich. Hallo? Der Klicker? Ich gebe dir die Bühne, Feuerfrei. Auf jeden Fall schön, wieder hier zu sein nach 3 Jahren. Und auch die Corona-Krise und viele kennen uns ja trotzdem noch nicht, deswegen erzähle ich noch mal kurz, was wir eigentlich machen und gucke noch mal kurz, wie es oben aussieht. Ja. Ich sage immer, Ocha Ocha, was übrigens das japanische Wort für Tee ist, steht eben nicht nur für Tee und wir verkaufen auch keinen Tee, macht ja auch Sinn, weil wir verkaufen seit 2 Jahren auch Kaffee. Ja. Viel mehr darüber hinaus auch, das erzähle ich euch dann im Vortrag. Ganz kurz mal zum Storytelling, ist immer ganz wichtig beim Startup. Dann, was unser eigentlicher Purpose ist, was wir für Produkte anbieten und natürlich ganz am Ende nochmal die Kontaktdaten. Immer wichtig bei so einem Event. Alles hat angefangen, ich war 2016/17 im Auslandssemester in Japan, habe da in Tokio gelebt und da kann man halt eben an jeder Ecke kalten, ungesüßten Tee trinken. Wenn man das mal ein halbes Jahr gemacht hat, fragt man sich dann, warum gibt es das nicht in Deutschland? Macht dann eine klassische Marktrecherche, also googelt kalter Tee, Eistee ungesüßt, findet nichts. Dann kommt noch ein guter Kumpel vorbei, der fragt sich das Gleiche und dann fängt man einfach an in Deutschland in der Teeküche selber zu brauen und mal die ersten Sachen auszuprobieren. Das ist dann 2018, also ungefähr 1,5 Jahre später, dahin geartet, dass das erste fertige Produkt vom Band gerollt ist. Wohlgemerkt nur 4 Wochen, nachdem ich meine Masterarbeit abgegeben habe zwischendrin, habe quasi parallel gegründet zum Studium. Ne? Dann 2019, als wir eben auch hier waren, waren wir dann zu 4 mittlerweile. Und haben dann noch ein Novum rausgebracht in Deutschland, was es eben noch gar nicht gab im Januar 2020, kurz vor Corona. Das ist der erste Grüntee Deutschlands und Europas in Europa abgefüllt, komplett ohne jegliche Süßung, ohne Zitrone, ohne Zusatzstoffe. Klingt jetzt erstmal nicht crazy, aber zu dem Punkt kommen wir gleich noch. Dann kam Corona, wie viele wissen, waren dann 18 rockige Monate und wir hatten dann halt die Situation, dass wir den Crowdfunding gemacht haben 2021. Vielleicht haben ein paar von euch hier aus Augsburg mich da im gelben Pulli in den verschiedenen Medien gesehen, auch im Print. Und jetzt stehen wir wieder hier mit vielen Learnings und ganz viel geschafft. Ganz wichtig nochmal, worum geht es denn eigentlich bei Ocha Ocha? Ihr seht jetzt hier viele verschiedene Zahlen, verschiedene Diagramme. Und ich brauche wahrscheinlich auch keinem erzählen, dass Zucker eine Volkskrankheit ist. Aber damit möchte ich euch nicht im Detail langweilen, sondern eigentlich einfach mal fragen, gerne melden also, welches Getränk, ja, aus dieser, von diesem Bild würdet ihr euren Kindern, euren Enkeln, euren Neffen ohne Bedenken jeden Tag zum Trinken geben. Jeden Tag. Anstatt Wasser.
Also dadurch, dass ihr alle so sehr lange sucht, das ist das Problem, was wir haben. Es gibt in Deutschland nicht mal für Kinder ein Getränk, was komplett ungesüßt ist. Da ist immer Apfelsaft oder noch irgendein Apfelmark, irgendeine Süßung ist immer drin. Und wenn wir unsere Kinder so erziehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass dann später eben Adipositas, Diabetes etc. herauskommen. Ganz oben in der Mitte, ich helfe kurz, da sieht man noch Ocha Ocha. Oder so sieht es aus, das ist unser Früchtetee. Haben eben noch zwei Sorten mehr, Buchweizentee, auch der erste Getreidetee Europas übrigens, den wir machen, ja. Und eben der Grüntee. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, wenn ihr Ocha Ocha seht, Ocha Ocha steht immer dafür, immer komplett ungesüßt, kein Zucker, keine Zuckerersatzstoffe, keine Aromastoffe und letztendlich ist das die kürzeste Zutatenliste Deutschlands und Europas. Also selbst ein Wasser mit Kohlensäure hat eine gleich lange Zutatenliste. Ja, ich selber als Gründer benutze noch ganz gerne das Thema Zweck der Existenz. Also wir wollen auch gerne quasi einfach einen Leuchtturm sein, dass man sagt, hey cool, solche Produkte gibt es, andere orientieren sich danach und wenn die Welle weiter anrollt, sieht man ja eben bei E-Rollern und so weiter, machen das eben auch andere nach. Also auch die Großen wie Coca-Cola werden das irgendwann mal machen und dann erfüllen wir unsere Vision, dass es in jedem Getränkeregal einen kalten, ungesüßten Tee, also ein kaltes Getränk gibt, ja, oder eben zum Beispiel auch einen Kaffee. Nochmal kurz zu unserem Produktportfolio, die habe ich euch schon gezeigt. Die Sortenliste und Wünsche sind sehr lang, also es gibt sehr viele Sachen, die man noch machen könnte. Aber wir müssen Schritt für Schritt wachsen und drei Sorten reichen ja auch erstmal. Hier auch noch, wir haben auch noch lose Tees im Angebot, sind natürlich noch ein bisschen nachhaltiger als die Varianten, die wir im Tetra-Pack zum Ready-to-Go und Ready-to-Drink anbieten. Und haben eben auch leicht verrückte Sachen wie Rosentee, was so pur eben auch noch als Monosorte auch noch niemand anbietet. Genau das gleiche eben mit den Orangen, die ihr links seht, oder mit dem Hibiskus-Tee. Genau, jetzt würde ich das Ganze offen lassen für Fragen, weil eigentlich ist der Punkt gemacht, glaube ich, dass wir sagen, was gibt man seinem Kind jeden Tag zum Trinken, seinen Enkeln oder seinen Neffen? Wenn wir die Frage nicht beantworten können, dann müsst ihr eigentlich an Ocha Ocha jetzt denken. Danke. Hey Leute, wenn euch das Video gefallen hat, guckt doch gerne mal ins nächste Video rein oder besucht uns auch auf unserem Shop, wo ihr nicht nur unsere Produkte kaufen könnt, sondern auch Blogartikel zu den ganzen Themen findet.